In diesem Video heute möchte ich euch gerne einmal so einen kleinen Überblick darüber geben, welche Brutkästen es gibt. Also Brutkästen, das sind so Einhängekästen oder Anhängekästen, in denen man Fischbrut, also wenn man Fische nachzüchtet, großziehen kann oder in denen man Alttiere separieren kann aus verschiedensten Gründen, aber auch eben zur Zucht. Und ich habe dafür in meinen alten Videos so ein bisschen mal gestöbert und da Sequenzen rausgenommen, in denen ich da verschiedenste Brutkästen benutzt habe. Und ich habe häufig von euch die Frage bekommen, warum jetzt diese Form, warum jetzt die andere Form? Jetzt im Intro möchte ich euch kurz noch mal einen kleinen Überblick geben über das, was ich hier so verwendet habe. Gehe dann aber im Video natürlich näher darauf ein. Die erste Variante, die ich hier vorstellen möchte, ist eine, die gleich im Video nicht so sonderlich häufig kommt. Das sind diese Einhängekästen, die aufgrund der Luftreservoirs hier auf diesen Seiten einfach im Aquarium bleiben. Ja, und es gibt ja auch noch mit Saugnäpfen an der Seite und so weiter. Und die benutze ich relativ selten. Und das hat den Grund, weil wir hier diese Schlitze drin haben in diesen Kästen. Und diese Schlitze sind häufig für sehr, sehr kleine Jungfische einfach zu groß. Da kommen die raus, das ist der eine Punkt. Oder aber, die Jungfische kommen zwar nicht raus, aber wenn wir zum Beispiel an Malawi-See-Zichliden denken, die man züchten kann, da kommen gleich Ausschnitte auch im Video zu, dann ist das so, dass die Alttiere durch diese Schlitze sich gerne mal ein Jungtier schnappen. Also die saugen dann da dran und holen dieses Jungtier raus. Und deswegen bin ich nicht so großer Freund davon. Also für Lebendgebärende zum Beispiel sind die gut, da habe ich die auch schon benutzt. Und das ist, kann man da ganz gut benutzen. Allgemein möchte ich aber dazu an der Stelle nochmal sagen, dass es natürlich immer ganz entscheidend ist, sich zu überlegen, wie möchte ich denn überhaupt so eine Fischzucht jetzt hier vorantreiben. Und meines Erachtens ist es häufig besser, ein Art-Aquarium so anzulegen, gerade wenn ich an die Lebendgebärenden denke, die ich gerade angesprochen habe, in dem aufgrund einer guten Strukturierung und vieler Pflanzen die Jungtiere auch so einfach durchkommen. Und gerade bei Lebendgebärenden, bei Guppies und aber auch bei Platys und so weiter, ist es nicht so, dass die Alttiere immer ganz hart an die Jungtiere drangehen und da kommen auch welche durch, wenn ich einfach viele dichte Pflanzen gerade an der Oberfläche schwimmen habe. Aber wenn man eben diese Bedingungen nicht hat, dann helfen solche Einhängekästen. Das ist natürlich immer ein bisschen Stress für die Alttiere, das muss man auch abwägen, was man da so möchte, wie lange man die da drin hält. Auf jeden Fall kann man hier dann die Jungtiere separieren von den Alttieren. Ich komme nochmal zu den anderen Varianten, die ich hatte. Eine weitere sehr einfache und auch recht günstige Variante sind solche Einhängenetze. Und die habe ich häufig benutzt. Die haben jetzt den Vorteil im Vergleich zu den vorher gezeigten, dass die deutlich feinmaschiger sind. Und die sind für bestimmte Tierarten wirklich gut, um dort Jungtiere zu separieren und darin etwas größer zu ziehen, bis man sie dann natürlich auch in ein größeres Aquarium umsetzen muss. Dann haben wir die einfachste Variante, manchmal auch gut zu wählen, und das ist einfach irgendeine Plastikbox, die man auf welche Art und Weise auch immer in das Aquarium stellt, legt obendrauf, dass das da oben drauf schwimmt. Das kann man befestigen am Rand, das seht ihr gleich auch im Video noch. Und das hat auch bestimmte Vorteile. Ich wurde häufig gefragt, was das für eine Plastikbox ist. Und da kann ich nur sagen, ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, wo ich die hier habe. Das ist schon so lange her. Aber im Handel, im Lebensmittelhandel und so weiter sind Nahrungsmittel immer verpackt irgendwie. Und zum Beispiel in solchen Plastikboxen. Und da könnt ihr euch mal umschauen und immer so im Kopf haben, okay, kann ich das gebrauchen? Dann schmeißt man das nicht weg, sondern benutzt das Ganze noch weiter. Und auch von der Größe her ist das und Farbe her ist das völlig egal, wie das Ganze hier ausgebildet ist. Und ich war an bestimmter Stelle, und zwar bei der Zucht der Corydoras Sterbei, sehr, sehr zufrieden damit. Und das hatte auch spezielle Gründe. Dann gibt es Anhängekästen, die den Vorteil haben, dass sie keinen Platz im Aquarium wegnehmen. Das heißt, die würde man so in die Aquarienscheibe hängen. Hier wäre das Aquarium und hier ist dann der Anhängekasten dran. Und die gibt es auf verschiedenste Art und Weise. Und man kann da zum Beispiel mit einem Lufthilfefilter auch für eine Zirkulation sorgen. Die haben auch Vor- und Nachteile. Ich benutze die aber zwischendurch auch ganz gerne. Zu guter Letzt, mein Highlight von diesen Einhängekästen ist hier so ein Glaskasten, der ins Aquarium gehängt wird.
Der ist jetzt von Ebo Aquaristik, das habe ich irgendwann nochmal rausgefunden. Und der hat halt den Riesenvorteil, dass ich hier quasi so ein Hamburger Mattenfiltersystem dran habe. Das heißt, ich habe hier einen Luftheber, den ich einfach durch den Schwamm stecke, brauche eine Membranpumpe dafür und dann wird das Wasser aus dem Aquarium in diesen Einhängekasten geleitet und muss durch diese Filtermatte, die sich hier hinten dran befindet, wieder ins Aquarium raus strömen, sodass wir hier auch eine leichte Filterung haben und die Jungfische geschützt davor sind, aus dem Aquarium rauszukommen und auch keine größeren Tiere von außen reinkommen. Also da bin ich ganz zufrieden mit und das seht ihr gleich im Video auch. Also relativ langes Intro und ein ganz kurzer Überblick über die verschiedenen Methoden, die ich jetzt hier verwendet habe. Es gibt sicherlich auch noch andere Formen und Ausgestaltungen dieser ganzen Geschichte. Gerade bei diesen Anhängekästen gibt es auch noch sehr große Varianten, die habe ich auch zu Hause. Und ich möchte euch im Video einfach nochmal zeigen, wo ich das eingesetzt habe und warum. Und bevor ich das Video starte, erinnere ich nochmal daran, meinen Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben da zu lassen. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß beim Schauen des Videos. Ich beginne mit meiner Zucht von den Corydoras palliatus albino. Und da habe ich nämlich diesen Glaseinhängekasten von Ebo Aquaristik benutzt. Und zwar eine flachere Variante als die ich gerade im Intro gezeigt habe. Und die habe ich damals ausprobiert das erste Mal und ich fand eben sehr, sehr gut, dass ich hier diesen flachen Glasboden habe, auf dem sich das Futter gut sammelt, wo die Tiere auch sich nicht verletzen können an ihren kleinen, feinen Barteln und so weiter und das Futter einfach auch gut verfügbar ist für die Tiere. Ihr seht aber hinten, dass ich diese Schaumstoffmatte noch einmal ummantelt habe mit so einem Filtersack, weil die Tiere eigentlich noch zu klein waren, ganz am Anfang, als sie frisch geschlüpft waren und dann eben durch diese etwas gröbere Matte hindurchgekommen sind. Man hätte natürlich auch einfach eine feinere Matte da reinmachen können. Ich habe das jetzt auf diese Art und Weise gelöst. Das Schöne ist, dass den Tieren immer Frischwasser zur Verfügung steht, dass das Wasser quasi durchgefiltert wird und das tut denen wirklich gut. Was aber jetzt hier auch auffällt, ist, dass ich in dem kleinen Anhängekasten jetzt hier Blasenschnecken habe. Und Blasenschnecken können zum Problem werden. Und das ist jetzt so ein Punkt, der mich gleich dazu führt, warum ich bei den Corydoras Sterbei diese Kästen nicht benutzt habe. Denn diese Blasenschnecken kommen natürlich aus dem größeren Aquarium automatisch in diesen Filterkasten rein oder in diesen Einhängekasten rein, einfach durch diesen Luftheber, der da dran ist. Und da wollte ich gerne bei den Corydoras Sterbei verhindern, dass die den Laich fressen. Und deswegen habe ich jetzt hier bei den Corydoras Sterbei diese Plastikkästen genommen, die ich gerade am Anfang gezeigt hatte und habe da dann die Eier abgesammelt und reingesetzt in diese einigen Kästen und immer mehr dann auch. Und der Vorteil jetzt von diesen in sich geschlossenen Plastikkästen oder was auch immer für Kästen man da benutzt ist, dass einfach keine Schnecken zum Beispiel da reinkommen. Das hat man alles sehr, sehr gut unter Kontrolle. Und dass die Wasserbewegung nicht so da ist, also die Wasserbewegung, die Filterung nicht so da ist. Das heißt, ich wollte den Tieren gerne Artemia-Nauplien hier vermehrt auch geben, um die etwas schwieriger aufzuziehenden Corydoras Sterbei gut mit Futter zu versorgen. Und das gelingt natürlich besser, diese Tiere dauerhaft im Futter stehen zu haben, wenn das Wasser hier drin nicht permanent durchgefiltert wird und so die Artemia-Nauplien dann rausgezogen werden. Das waren so die Gründe, warum ich mich für diese Plastikkästen entschieden habe. Wichtig ist, dass man hier eben für eine gute Luftzufuhr sorgt, ständig, und dass man eine super gute Hygiene hier einhält. Und das ist ein Riesennachteil von diesen Plastikkästen, denn diese stabilen Wasserwerte, die für die Aufzucht von solchen Jungtieren hier nötig ist, einzuhalten, das ist gar nicht so leicht. Also ich habe hier wirklich mehrfach am Tag, das war eine Phase, wo ich Zeit hatte, 3-4 Mal, manchmal auch nur 2 Mal, aber dann wurde es schon wieder so ein bisschen eng, habe ich dafür gesorgt, dass ich hier das Wasser ausgetauscht habe gegen einen Teil Wasser aus dem Elternbecken und Frischwasser aus der Leitung. Und da musste ich wirklich richtig ran und auch immer wieder die Futterreste absaugen, die hier in diesem Kasten sind. Ich hatte da nachher 2 Kästen in Gebrauch, sodass ich immer die Tiere umgesetzt habe in den neuen und den alten dann richtig mit heißem Wasser durchgespült habe. Und das hat richtig, richtig viel Arbeit gemacht. Es hat super funktioniert. Man kann die Tiere dann in diesen Kästen auch relativ groß aufziehen, bevor sie dann natürlich wie bei all diesen ganzen Kästen in ein größeres Behältnis kommen, um dann noch weiter aufzuwachsen. Aber hier der große Nachteil eben Hygiene, die nicht so leicht einzuhalten ist, wenn man dieses geschlossene System benutzt. Vorteil ist, das Futter geht nicht verloren, die Tiere stehen im Futter und dementsprechend sind sie hier dann auch sehr, sehr gut aufgewachsen. Diese Algenbelege hier, die sind kein Problem.
Aber Futterreste und so weiter muss man einfach hier ganz, ganz regelmäßig entfernen, damit man mit dieser Methode dann Erfolg hat. Bei den Orthothyropsis, den braunen Orchidea-Harnischwesen, habe ich in meinem Zuchtvideo auch diese Plastikeinhängekästen genommen, bin dann aber nachher auch nochmal auf diese Glaskästen, auf die gefilterten Glaskästen umgestiegen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein Riesenerfolg. Also in dem Plastikkasten, in dem geschlossenen System, hatte ich mit den braunen Orchidea-Harnischwesen immer irgendwie Probleme. Also ich habe natürlich auch da wieder die große Hygiene eingehalten und so weiter und ich habe auch die Tiere da gut durchbekommen, da habe ich einen ordentlichen Schub nachgezogen. Aber als das Ganze dann gelungen war und dann hatte ich auch das Video dazu gemacht, da habe ich im Nachhinein doch nochmal diesen Glaskasten ausprobiert und was soll ich sagen, das Ganze war viel, viel einfacher. Allein dadurch, dass das Wasser hier permanent durchgefiltert ist. Was aufgefallen ist sofort, und das seht ihr hier auch, es sind wieder Blasenschnecken drin. Und diese Blasenschnecken, die fressen nicht immer leicht, die fressen manchmal leicht. Ich habe das auch schon gesehen, dass die leicht fressen. Ich habe hier teilweise aber auch einfach Jungtiere eingesetzt, sodass es keine Eier waren, an die diese Schnecken gehen. Und dementsprechend hat das super funktioniert. Dann komme ich zu diesen Netzeinhängekästen. Und das sind wirklich alte Aufnahmen aus einem alten Video hier von mir zu dem Pseudotrophäus Demasoni, Malawi-Seebuntbarsche. Und für die sind diese Netzhängekästen wirklich richtig, richtig gut. Die Jungtiere sind permanent mit Frischwasser aus dem großen Aquarium versorgt, dadurch, dass es hier also ein Netz ist, wo das Wasser gut durchströmen kann. Aber sie passen da nicht durch und es sind Tiere, die im Freiwasser leben. Auch die Weibchen, die eiertragenden Weibchen habe ich hier separiert, sodass die hier drin ihre Jungen dann entlassen konnten und dementsprechend funktionierte das ganz gut. Hier seht ihr jetzt nochmal diesen klassischen Einhängekasten, da habe ich ein großes Netz drum gemacht, einfach um diese Schlitze, die sehr, sehr groß sind, zu vermeiden, sodass dann nicht Alttiere von außen kommen, wie ich das im Intro gesagt hatte, die Jungen durch diese Schlitze nach außen saugen und fressen. Das ist auch eine Methode, da muss man einmal mit diesen Plastikeinhängekästen mit den großen Schlitzen an der Seite ganz gut umgehen und das entsprechend so ein bisschen variieren. Aber wichtig ist jetzt hier Freiwässer. Warum benutze ich die Netzkästen nicht für die Panzerwäse und für die braunen Orchidea-Harnischwäse? Weil das bodenlebende Tiere sind, die so kleine, feine Barteln haben und die bleiben in diesen Netzen auch einfach mal hängen. Und auch das Futter, Artemienhäuptchen, gehen durch dieses Netz hindurch, sodass die Futterverfügbarkeit für diese Bodenfische nicht so gegeben ist. Bei diesen Malawisi-Buntbarschen, aber auch bei Guppies und bei Platys und so weiter, da ist das nicht so schlimm. Die fressen aus dem Freiwasser und wenn man da füttert, dann bekommen die genug ab. Man kann dann häufig füttern und das Wasser ist eben auch hier deutlich durchgefiltert. Zwischendurch hebe ich das Ganze mal an, um einen größeren Wasserwechsel zu machen. Hierfür waren aber diese Netzeinhängekästen super. Und jetzt komme ich noch zu einem Beispiel, nämlich meine Weißsaum-Zwergkammfische, die Betta albi marginata, die ich ja in großen Mengen nachgezogen habe, wo nochmal deutlich wird, dass man alle Methoden auch bei einzelnen Arten anwenden kann. Bei denen habe ich nämlich wirklich alles durcheinander ausprobiert und es hat alles funktioniert. Zuerst einmal wieder dieser Glaskasten, in dem ich jetzt hier ein eiertragendes Männchen separiert habe. Und das ist jetzt der große, den ich euch im Intro auch gezeigt habe. Der ist jetzt hier befestigt mit so einer Klammer am Rand. Da gibt es aber auch mitgelieferte Klammern, die auch funktionieren. Und dann haben wir eben genau dieses System, was ich im Intro schon beschrieben habe, hinten dieser Luftfilter dran, Luftheber dran, der durch diese Matte geht und das Wasser eben aus dem großen Becken in das kleine, in diesen kleinen Einhängekasten befördert. Dazu ist nötig eine Membranpumpe, da habe ich hier so eine ganz leise, super leise, nicht sehr starke Pumpe genommen. Das ist auch hier Sinn der Sache gewesen, weil die Strömung für diese Kammfische nicht sonderlich groß sein soll. Und es geht um einen leichten, ganz langsamen Wasseraustausch und eine leichte Filterung. Und ich habe jetzt eben hier dieses Männchen separiert. Und das hat dann, wie das bei diesen Tieren üblich ist, so ungefähr 2 bis 3 Wochen gedauert. Und dann entlässt er hier die Jungtiere aus dem Maul. Und dann habe ich das Männchen wieder rausgenommen, in das große Becken gesetzt und die Jungtiere separat großgezogen. Und das war hier auch überhaupt kein Problem. Die Jungtiere sind nicht durch die Filtermatte durchgekommen und auch durch diese geringe Strömung, die ich jetzt hier gewählt habe, sind die Artemienhäuptchen, die Hauptfutter erstmal für die Anfangsphase der Aufzucht von diesen kleinen Kampffischen waren, sind auch nicht so sehr ausgespült worden und in die Matte eingesaugt worden. Die haben ja auch eine Eigenbewegung
Und wenn man da eben keine große Strömung anlegt, dann verbleiben die sehr lange in dem Aufzuchtaquarium, in dem Aufzuchteinhängekasten, und die Jungtiere können sehr lange aus dem Freiwasser dann die Artemia-Nauplien sich schnappen, und die sind hier wirklich richtig gut drin gewachsen. Ich hatte da eigentlich keine Verluste. Also dieser Glaseinhängekasten war hier wirklich richtig, richtig gut. Das ist quasi ein kleines System in sich, innerhalb des großen Aquariums. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Nachteil. Ihr habt auch im Intro gesehen, wie groß dieser Einhängekasten ist. Der nimmt ordentlich viel Platz weg von dem Ursprungsaquarium, weswegen ich dann, als ich noch mehr von diesen Tieren nachzüchten wollte, auch andere Methoden noch gewählt habe. Und das war zum einen, waren das diese Anhängekästen, auch der, den ich im Intro gezeigt habe, den ihr jetzt hier im Bild seht. Der ist also an diesem Aquarium dran und auch mit einem Luftheber verbunden, wieder eine Membranpumpe, sodass das Wasser über eine Leitung in den Einhängekasten plätschert. Und dann entsprechend auf der anderen Seite, wie nach dem Überlaufprinzip, dann wieder ins Aquarium rein plätschert. Der Nachteil an diesen Kästen ist, dass dieser Überlauf natürlich auch dazu führt, dass Jungfische daraus gespült würden. Und deswegen habe ich hier diesen Überlauf noch mit einem Schwamm dicht gemacht. Und da muss man auch gucken, wenn die Tiere ganz klein sind, dann werden die da wirklich rausgespült. Das ist ein großes Problem. Wenn die Jungtiere dann größer sind, dann sind diese Kästen wirklich völlig genial. Da kann man diese Schwämme auch wegnehmen. Und dann bleiben die Jungtiere da drin. Aber diese Schlitze, die da noch offen bleiben, hier ist jetzt übrigens wieder ein Männchen separiert, was dann die Jungtiere hier drin entlässt. Man sieht diesen vollen Kehlsack. Aber wenn die dann größer sind, die haben oben diese Schlitze, die Einhängekästen an dem Überlauf. Und die sind einfach zu groß für eigentlich, würde ich sagen, fast alle Jungtiere. Also ich würde behaupten, dass fast alle Arten, es gibt natürlich auch welche, die sehr große Jungtiere von Anfang an auf die Welt bringen, aber fast alle Arten kommen durch diese Schlitze, durch diese Gitter, die dabei sind bei diesen Einhängekästen hindurch. Und da muss man sich wirklich was überlegen. Führt natürlich auch dazu, dass diese Filterschwämme sich mit der Zeit zusetzen und man dann das Wasser über diese Schwämme drüber laufen hat, ins große Aquarium rein. Und da muss man diese Schwämme immer wieder auch auswaschen, macht wieder mehr Arbeit. Bei den Beta-Albi-Marginate habe ich dann sogar auch noch die Netzkästen benutzt und das war auch kein Problem. Der ist jetzt hier in dem anderen Aquarium, wo ich identische Wasserwerte gefahren habe. Das heißt, auch hier konnte ich dann ein Männchen reinsetzen, welches seine Jungen in das ist ja dann im Prinzip vergleichbar mit dem Malawi-Sippunbaschen, aber hier auch wieder wichtig, freischwimmende Fische, die dann entsprechend in so einem Netzeinhängekasten sehr gut aufgehoben sind. Vorteil ist eben die Durchströmung von allen Seiten und so weiter, ohne aufwendige Technik. Da muss man einfach abwägen, was man da möchte. Bei den Netzeinhängekästen ist eigentlich für mich so der einzige Nachteil, dass man bodenlebende Tiere da nicht so gut drin aufziehen kann. Ansonsten sind die super easy und echt zu empfehlen. Und auch bei den Meta-Albi-Marginate hat das super funktioniert. So, das war jetzt ein bisschen durcheinander, weil ich viele Ausschnitte aus alten Videos genommen habe. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und läutet die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich sage jetzt einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.